Wir sind gleich soweit. Mein Name ist Chantal Lewis, kann ich schon mal sagen. Ich bin Redakteurin bei der Zeitschrift Emma. Und Sie und ihr habt ja heute Morgen schon von Alice gehört, von unserem Engagement, von unserem jahrzehntelangen Engagement gegen das System Prostitution. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt dieses Podium hier moderieren darf. So. Ja, unser Panel heißt German Women's Rights Movement Against the Prostitution System. Und wir machen im Grunde genommen da weiter, wo Alice Schwarzer heute Morgen aufgehört hat, mit dem Thema Prostitution und Feminismus. Und es klang ja heute schon den ganzen Tag etwas durch, dass wir da keine so ganz gute Nachricht zunächst haben, denn anders als zum Beispiel in Frankreich oder in Irland, wo es ja eine ganz, ganz breite Kampagne gegeben hat, die ja dann auch dazu geführt hat, dass die Freierbestrafung eingeführt wurde, haben wir in Deutschland nicht so eine breite Front der feministischen Gruppen und Verbände, die sich für das nordische Modell aussprechen. Im Gegenteil, das wurde heute noch nicht gesagt, der Deutsche Frauenrat, der Dachverband von rund 60 Organisationen, Frauenorganisationen, hat aktiv Lobbyarbeit gemacht gegen eine Reform unseres katastrophalen Prostitutionsgesetzes. Und leider hat er dabei auch einige wichtige Frauenverbände wie ausgerechnet die Evangelische Kirche, also die Diakonie und den Juristinnenbund mit im Boot. Und auch die sogenannten fortschrittlichen Parteien wie die SPD, die Grünen und die Linke propagieren größtenteils, wir kommen gleich zu den Ausnahmen, die Idee von der Prostitution als sexueller Selbstbestimmung. Und dennoch, und das ist das Schöne, gibt es sie, feministische Organisationen, die ganz im Geiste der ersten deutschen Frauenbewegung gegen die Salonfähigkeit und Akzeptanz und für die Abschaffung des Systems Prostitution kämpfen. Und 5 Vertreterinnen dieser Initiativen sind jetzt hier. Darüber freue ich mich sehr und ich würde auch sagen, großer Applaus. Ich stelle sie Ihnen kurz vor, danach stellen Sie sich und Ihre Initiativen nochmal selbst vor natürlich. Das ist Leni Breimeyer, da ganz außen. Sie ist Mitbegründerin von Sisters, einer Initiative, die Frauen in der Prostitution beim Ausstieg unterstützt. Es gibt an solchen Initiativen einen großen Mangel leider in Deutschland. Und seit ihrer Gründung im September ist Sisters eine ganz wichtige Stimme im Kampf gegen das System Prostitution geworden. Leni ist auch Mitglied des Bundestages für die SPD und sie ist in Sachen Prostitution, Abschaffung der Prostitution noch, darf ich sagen, eine Einzelkämpferin, gewinnt aber zusehends an Mitstreiterinnen und das wird sie uns hoffentlich gleich erzählen, wie sie das macht. Dann kommt Inge Kleine. Ist einerseits hier als Vertreterin von COFRA, dem, es ist immer so ein bisschen sperrig, dem Münchner Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation. So nannte man sich in den 80ern, als COFRA gegründet wurde. COFRA ist sehr, sehr engagiert auch im Kampf gegen die Prostitution, hat schon mehrere Kongresse zum Thema organisiert, wird uns Inge auch gleich erzählen. Am letzten Wochenende gab es die Fachtagung Aussteigerinnen als Aktivistinnen für die Freierbestrafung. Inge ist auch Mitinitiatorin der Bündnisse Stopp Sexkauf und Abolition 2014. Jetzt kommt Marie, die relativ spontan zu uns gestoßen ist. Sie ist auch bei Sisters, und zwar bei Sisters Tübingen und wird uns noch ein bisschen mehr als Leni, denke ich, aus der Praxis von Sisters und ihrer Arbeit erzählen können. Dann Inge Hauschild-Schön hat 2005 die Bürgerinitiative BI gegen Bordell gegründet, damals um ein Großbordell zu verhindern, das in ihrer Stadt Marburg
errichtet werden sollte, relativ schnell nach der Liberalisierung. Es gab, muss man dazu sagen, immer mal Bürgerinitiativen in Deutschland, die sich aber eigentlich immer nur zum Ziel gesetzt haben, dieses Bordell zu verhindern, weil das wollte man nicht in seiner Nachbarschaft haben. Und sobald das dann verhindert war, wurden die Initiativen wieder aufgelöst. Und Inges Initiative, und das ist sehr, sehr besonders, ist dran geblieben und hat gesagt, wir haben zwar nicht geschafft, dieses Bordell zu verhindern, aber wir wollen weitermachen und gegen die Prostitution kämpfen und wir wollen in unserer Stadt etwas verändern. Und das kann man, glaube ich, sagen, habt ihr geschafft. So, und jetzt noch eine Inge. Wir haben drei Inges auf diesem Podium. Das ist Inge Bell. Sie ist hier als Vertreterin der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes, ist zweite Vorsitzende, und sie ist außerdem bei Solvodi in Bayern engagiert. Inge war viele Jahre lang Fernsehreporterin und hat in ihren Beiträgen immer wieder über Prostitution und Menschenhandel berichtet, vor allen Dingen in Osteuropa. Sie ist in ihren ersten Lebensjahren in Rumänien aufgewachsen. Und in einem Beitrag, an den ich mich sehr gut erinnere, sie hat auch in Emma für uns darüber geschrieben, hat sie aufgedeckt, dass deutsche Soldaten, die auf Friedensmission im Kosovo waren, ganz selbstverständlich in Bordelle gegangen sind, in denen die Frauen ganz sichtbar gefangen gehalten wurden. Und sie hat damit das ganze Bundesverteidigungsministerium aufgemischt, hat damit wirklich einen Skandal ausgelöst. Das Verteidigungsministerium hat gesagt, nee, also die Soldaten, die spielen doch da eigentlich gar keine Rolle, die haben doch da gar keine Verantwortung. Und damit ging damals in Deutschland die erste Diskussion zum Thema freier Bestrafung los. Inge Bell. Ja, ihr seht, wir haben hier eine spannende Spanne, kann man sagen, an aktiven Frauen sitzen. Und ich möchte euch gerne alle zunächst bitten, eure jeweiligen Initiativen vorzustellen. Leni, über die SPD reden wir später noch. Jetzt reden wir erstmal über Sisters. Muss ich was? Ah. Schönen guten Tag miteinander und Sisters. Wir haben Sisters gegründet, ich meine, vor 5 Jahren, 16, erst seit 3 Jahren. Und der Anlass, dass wir diesen Verein gegründet haben, war, dass wir uns maßlos darüber geärgert haben, dass in den bundesweiten Talkshows die sogenannte Lobby so wahnsinnig viel Platz hatte und irgendwie selten jemand daneben saß und denen Kontra geboten hat. Und wir haben gesagt, du brauchst eine formale Struktur. Und wir haben diesen Verein gegründet, haben ihm diesen Namen gegeben, der da heißt Sisters Hilfen zum Ausstieg aus der Prostitution. Das ist die Langfassung. Und der besteht der Verein aus 2 Teilen. Das eine ist, dass wir ganz individuell versuchen, Frauen, die zu uns kommen, mit denen wir versuchen, in Kontakt zu kommen, den Ausstieg zu ermöglichen. Wir haben inzwischen in Stuttgart eine Ausstiegswohnung angemietet. Wir hatten bisher die Frauen immer in Pension untergebracht und das ist so das eine, was wir machen. Wir versuchen ihnen Jobs zu vermitteln, wir versuchen sie in die Sozialversicherung zu kriegen, wir versuchen, dass sie am Ende des Monats ihre 100 Euro in die Heimat schicken können. Das ist das eine. Wir wissen aber auch, dass im Zweifel für jede, die wir rausholen, 10 andere nachgeholt werden und dass das alles irgendwie auch individuell zwar dann wertvoll, aber unterm Strich sinnlos ist. So, also ich will das nicht klein machen, aber das ist einfach das eine. Und deshalb ist der zweite Teil so wichtig, dass wir gesagt haben, Hilfen zum Ausstieg aus der Prostitution heißt auch, dass wir dieser Gesellschaft ermöglichen wollen, aus der Prostitution auszusteigen. Das ist auch nochmal dieser politische Teil, den wir da machen. Und so sind wir da auch unterwegs. Wir haben jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal mit dem Verein Gemeinsam gegen Menschenhandel, Gerhard ist da, in Berlin einen parlamentarischen Abend gemacht, haben Abgeordnete eingeladen, Sandra war da, ich sagte dir auch, die größten Prostitutionsbefürworter, die da waren, hast du so beeindruckt. Wir hatten die ehemalige französische Justizministerin, die Frau Rossignol da, die Inge hat es moderiert, so, und das ist dann, meine Sisters, gell, so, und darüber hinaus hat Sisters so viele Pflänzchen nebenher noch. Da gibt es dann diese, irgendwie, wo seid ihr denn, meine Künstlerinnen in Stuttgart, die dann Torten
auf dem Schlossplatz verschenken gegen eine Spende und so. Also das sind einfach großartige Aktionen, wo wir dann versuchen, auf der Straße die Leute fürs Thema zu gewinnen. Und das ist Sisters, ein kunterbunter Laden, der aber schon echt viel auf die Beine gestellt hat und auf den ich aber stolz bin, aber vor allem stolz bin auf diejenigen, die es jeden Tag machen. Das ist Sabine Konstabel ganz vorneweg und andere großartige Frauen. Es ist ein toller Verein und viele Wasser werden am Ende des Tages zum nordischen Modell in Deutschland führen. Vielen Dank, Leni. Ja, Inge, übernimm bitte das Mikro. Okay. Ja, ich denke, dass ich einige schon auch in München gesehen habe. Kofra, das stimmt, das ist aus den 80er Jahren, eines der wenigen Frauenprojekte, die es noch gibt. Immer ein politisches Zentrum. Also Frauen, die eben sich selber zu einem Thema organisieren möchten, können da hinkommen, sich dort treffen und die Infrastruktur nutzen, um selber Gruppen oder Initiativen zu gründen. Und die Hauptarbeit von Kofra und dann auch dieser jetzt im Rahmen der Prostitution daraus entwickelten Gruppen ist eben zunächst Informationen zu verbreiten und auch Möglichkeiten der Vernetzung zur Verfügung zu stellen. Also Kofra hatte 2014 schon einen auch internationalen Kongress zum Thema Prostitution. Viele der Frauen, die jetzt hier sind, waren auch dort. Wir haben es damals auch geschafft. Auch da schon viele verschiedene Aspekte zu beleuchten, von Freiern zu den Auswirkungen auf die Frauen. Dort einmal das schwedische Modell vorgestellt, auch Simon Häggström war da, der es erklärt hat, und auch eine auch ausgestiegene Frau, die dazu sprechen konnten. Das war der erste, und da mal zu was sagen konnten, und das war das erste Mal, ich glaube seit 1902, dass es einen abolitionistischen Kongress in München gab. Daraus entwickeln sich jetzt diese Fachtage immer zu einem Thema, zum Beispiel die Freier, zum Beispiel die Auswirkungen. Deswegen kennen wir eben auch viele der Frauen, die auch heute hier sind. Ingeborg Kraus hat dort gesprochen, Melissa Farley. Der letzte war jetzt die Aussteigerinnen als Aktivistinnen, weil das auch ein sehr wichtiger feministischer Gedanke ist, dass diese Ausgestiegenen tatsächlich ja auch Initiativen gründen und selber die Politik damit bestreiten und Einfluss geben. Sie sind nicht nur Zeitzeugen oder traurige Geschichten zur Illustration eines Problems, sondern sie sind eben wirklich diejenigen, die mit dem, was sie sehen, politisch auch arbeiten. Und das ist eine sehr feministische Arbeit und das ist Kofra. Ansonsten, also, aus dieser Arbeit heraus. Ansonsten haben wir auch eben Abolition 2014, die Webseite. Das haben wir schamlos von den Französinnen geklaut, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben die schon gefragt, weil wir da viel gelernt haben und uns diese Netzarbeit mit den anderen zusammen auch immer unheimlich wichtig ist. Dort übersetzen wir Studien aus anderen Ländern. Wir schauen, was ist in Schweden rausgekommen, was für Texte gibt es in Deutschland, was hat die Lobby gesagt, warum klappt das nicht. Das ist so Abolition 2014, blogspot.de und auch auf der Seite Stopp Sexkauf, um eben Informationen zu verbreiten. Was, wenn ich das als Journalistin sagen darf, wahnsinnig hilfreich ist. Eine wunderbare Quelle, auch immer für uns. Ja, ich bin ja auch für Sisters hier auf dem Podium. Leni, du hast schon was gesagt, wie sich der Verein gegründet hat. Ich bin von der Ortsgruppe Tübingen. Wir haben uns Ende 2017 gegründet. Tübingen, eine kleine Stadt mit 90.000 Einwohnern und Einwohnerinnen. Aber auch dort gibt es Prostitution und auch dort spuken sämtliche Mythen um dieses Thema, was denn alles in der Prostitution vor sich geht. Und wir Tübingerinnen wollen mit diesen Mythen aufräumen und die Öffentlichkeit dort aufklären, wie das Leben in der Prostitution tatsächlich aussieht. Und in Tübingen bedienen wir sozusagen diesen Öffentlichkeitsarbeitszweig, den du erwähnt hattest, Leni, und versuchen da eben mit Veranstaltungen, Sandra Nurak war schon bei uns in Tübingen, Marie Merklinger war in Reutlingen dabei, Veranstaltungen zu machen, wo Aussteigerinnen zu Wort kommen. Aber wir versuchen bei den Veranstaltungen auch eigentlich immer zu kooperieren, weil es uns wichtig ist zu zeigen, dass dieses Thema Prostitution auch mit ganz vielen anderen Themen auch was zu tun hat. Und ganz viele Leute durchaus Anknüpfungspunkte zu diesem Thema haben. Ja, wir haben zum Beispiel in Reutlingen mit der Veranstaltung mit Marie Merklinger, die hatten wir mit einem grünen Landtagsabgeordneten von Reutlingen gemacht, der im Sozialausschuss sitzt
Und Thema dieser Veranstaltung war der Zusammenhang von Armut und Prostitution. Oder wir hatten an der Uni mit der Fachschaft Erziehungswissenschaft einen Vortrag mit einer Sozialarbeiterin von Sisters, die eben erklärt hat, wie denn soziale Arbeit in diesem Bereich aussieht, ja, mit zukünftigen sozialen Arbeiterinnen und Arbeitern. Und so versuchen wir eben auch darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Thema viel mehr Leute berührt, als die Leute vielleicht im ersten Moment denken würden. Vielen Dank, Ari. Ja, ich komme aus Marburg und ich glaube, ich ein bisschen mehr vorne reinsprechen. Ich komme aus Marburg und wir haben seinerzeit eine Freundin und ich, beide Feministinnen, infiziert seit langen Jahren. Haben wir festgestellt, dass in Marburg aber gebaut werden. Es wurde in der Zeitung beschrieben, dass noch keine Baugenehmigung vorliege, dass aber dennoch der Bau schon begonnen habe und dass und da ich nun schon länger in politischen Zusammenhängen und dann mit dieser Schweigen und dann habe ich mir Leute, einfach Frauen zusammengesucht und es kamen dann auch Männer dazu, zum Teil waren es unsere eigenen, das war nicht so eine Kunst, aber jedenfalls, wir waren gemischt und haben dann so mit ungefähr 25 Leuten plus minus die Marburger Bürgerinitiative gegründet, damals im Grunde ziemlich unbedarft genannt, Bürgerinitiative gegen Bordell, also BI gegen Bordell. Und ich hätte natürlich nicht im Traume gedacht, dass ich da 2019 hier auf einem Weltkongress sitze und da irgendwie zu diesem Thema noch spreche. Ganz kurz, ich kürze das ganze Verfahren, wie es gelaufen ist, am Anfang ab. Wir haben versucht zu kämpfen, das zu verhindern, das Bordell. Wir haben Unterschriften gesammelt, 3.500 insgesamt, die haben wir auch der Stadt übergeben. Wir haben mit einem großen Teil dieser Unterschriftengeberinnen und Geber diskutiert. Wir haben auch mit Gegnerinnen diskutiert. Es haben also in Marburg echte Gespräche an den Wochenenden immer stattgefunden und auch mittwochs, wenn man wusste, die Leute waren in der Stadt. Das ist bei uns alles noch ein bisschen übersichtlicher als anderswo vielleicht. Und als Universitätsstadt hatten wir sowieso gehofft, dass wir da größere Chancen hätten, auch bei der jüngeren Generation. Da kann ich aber gerade schon dazu sagen, wir haben bei der jüngeren Generation, besonders auch der Universität Marburg, keinen großen Widerhall bis heute nicht. Da kann ich nachher noch was zu sagen. Kommen wir gleich noch drauf, ja. Ich weiß nicht, ob ich schon beschreiben soll, was wir dann so alles gemacht haben. Ja, mal ein paar Beispiele. Also wir haben die Unterschriftenaktion durchgeführt, haben das der Stadt überreicht, haben immer Pressekonferenzen gemacht, wenn wir da wieder die nächsten 1.000 überreicht hatten. Die Presse hatte Anteil genommen, hat mal für den und mal für den berichtet. Wir haben versucht, wirklich auch politisch Einfluss zu nehmen, mit Stadtverordneten und auch den Oberbürgermeister und Bürgermeister diskutiert. Das war nicht sehr erfolgreich. Die waren alle schon darauf eingestellt, dass dieses Bordell kommt. Wir haben uns einen Rechtsanwalt genommen, um das dann auch juristisch wenigstens noch verhindern zu können. Der hat auch festgestellt, dass das Bordell nicht genehmigt werden muss, was unser damaliger SPD-Oberbürgermeister dauernd auf jeder Veranstaltung, wo er nur gewesen ist, betont hat. Also das musste nicht sein. Wir wissen jetzt, haben es damals gewusst, es ist nicht justiziabel, wissen jetzt ganz genau, dass schon längst von der Stadtregierung beschlossen worden war, das Bordell zu genehmigen, dass es denen völlig schnurz war, ob die Baugenehmigung schon da lag oder nicht da lag. Es war genehmigt worden, man kann sich seine Gedanken dazu machen, wieso sie das nicht verfolgt haben. Sie hätten das leicht abwehren können, weil der Termin für eine Baugenehmigung, zum Einreichen einer Baugenehmigung und anschließend Bauen längst verstrichen war. Sie haben diese Möglichkeit nicht wahrgenommen. Gut, so. Dann ist das Bordell ja gekommen und dann habt ihr aber weitergemacht. Und dann ist das Bordell gekommen und da war dann der Vorteil, denke ich, dass manche Männer und die Stadtregierung war weitgehend männlich, Frauen unterschätzt. Und das Durchhaltevermögen von Frauen, wenn sie erst mal von irgendwas überzeugt sind. Die haben im Traume nicht daran gedacht, dass wir weitermachen.
Und wir haben dann eben weitergemacht und dann wirklich mit was ganz Tollem begonnen, wo wir viel Unterstützung erfahren haben, auch von ganz vielen Menschen, die hier sitzen, nämlich mehreren, die hier referieren, angefangen mit der Inge Bell war das, dann haben wir Manfred Paulus ein paar Mal bei uns gehabt, Sabine Constable war ein paar Mal da, die Sandra war da und hat bei uns sehr beeindruckend referiert. Ich glaube, das war dein erster öffentlicher Auftritt, ne? Meine ich, hättest du damals gesagt. Also Leute, die jetzt auch hier sind, ich habe mit Sicherheit welche vergessen, also wir hatten Gunilla Ekberg da, das war ist die Beraterin der schwedischen Regierung zum nordischen Modell. Wir hatten den Simon Häggström in Marburg, das ist der schwedische Polizist, der in Schweden Freier verfolgt und aufsucht. Also wir hatten wirklich ganz viele, entschuldigt bitte, wenn ich irgendjemand jetzt vergessen habe, wir hatten wirklich alle Fachleute da, die überhaupt in Deutschland und auch im Ausland mit Prostitution etwas zu tun hatten. Und dann haben wir tatsächlich erreicht, die Medien zu interessieren. Also wir hatten dann die ersten Fernsehauftritte, das war natürlich etwas ungewohnt. Durchschlagend war dann, als ich bei der Maischberger eingeladen war, da hat man in Marburg gemerkt, dass das doch nicht nur so komische Spinnerinnen sind, sondern dass das in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen und diskutiert wurde. Nicht, dass ich da großen Erfolg gehabt hätte, denn es war dann ein österreichischer Bordellbetreiber da, durfte in der Sendung, ich werde das nie vergessen, seine Hochglanzbroschüre, mit der er an die Börse gehen wollte, zeigen. Und da, jetzt muss ich nochmal unsachlich werden, da habt ihr mich nämlich unheimlich unterstützt hinterher und habt mir sofort eine Mail geschrieben, ich hätte das irgendwie ganz ordentlich gemacht oder so. Und das ist nämlich wirklich unglaublich wichtig, dass solche Pflänzchen, wie wir es sind, ne, du sprachst von den Pflänzchen am Rande, dass solche Pflänzchen, wie wir es sind, eben unterstützt werden und dass man dann doch einen gewissen Widerhall finden kann. Und das haben wir schon im Laufe der Jahre, das sage ich einfach mal so. Dann liegt es eben auch an sowas. Und ich würde dringend, das sage ich schon mal allgemein dringend, darum bitten, dass wir das weiterhin ohne jegliches Konkurrenzdenken und so weiter betreiben. Das kann uns alle stärken und es kann Bewusstsein verändern. Da sage ich nachher noch mal was dazu. Sehr schön. Ja. Inge, bitte. Ja, und auch Terre des Femmes war mal ein kleines Pflänzchen, nämlich 1981. 1981 hatte die Journalistin, die Hamburger Journalistin Ingrid Stähle, den Verein Terre des Femmes gegründet. Sie hatte einen Artikel gelesen über weibliche Genitalverstümmelung. In einer Frauenzeitschrift war das, es war nicht die Emma. Und sie war entsetzt davon, dass es diese Praktik gibt und hat gesagt, wir müssen da was tun. Wir brauchen eine Organisation, die sich einsetzt für Menschenrechte, die sich einsetzt gegen Menschenrechtsverletzungen an Frauen, die eben Mädchen und Frauen nur deshalb geschehen, weil sie halt weiblich sind. Und so hatte sie 1981 eben mit ein paar Mitstreiterinnen den Verein Terre des Femmes gegründet. Den Namen, der hatte zunächst gar nichts mit Frankreich zu tun, den hat sie in Anlehnung gegründet an Terre des Hommes, nachdem sie sich getroffen hatte mit dem Terre des Hommes-Gründer in der Schweiz, mit dem Edmond Kaiser. Also Terre des Femmes 1981 gegründet, heute Deutschlands größte Frauenrechtsorganisation mit weit über 2000 Mitfrauen und fast 2500 Förderinnen und Förderern deutschlandweit oder auch international, aber vor allem aus Deutschland, mit 40 festangestellten Mitarbeiterinnen in unserer Bundesgeschäftsstelle in Berlin. Und wir haben deutschlandweit ungefähr 20 Städte- und Hochschulgruppen und Arbeitsgruppen zu den Fokusthemen, eben Genitalverstümmelung, Frauenhandel und Prostitution, ganz klar, häusliche und sexualisierte Gewalt und natürlich Gewalt im Namen der Ehre, Ehrenmorde, Zwangsheirate. Das sind unsere Fokusthemen, zu denen wir arbeiten. Was macht Terre des Femmes ganz konkret? Vor allem sind wir eine Organisation, die Projekte, Aktionen und Kampagnen macht, genau zu diesen Themen, um Aufklärung zu betreiben. Wir beeinflussen aber auch die Politik, ne? Leni, ne? Und andere. Wir schauen, dass wir Lobbyarbeit machen, dass wir politisches Engagement schärfen und stärken, sodass eben Gesetzesänderungen in Schwung kommen.
Wir gucken, dass wir auch international Frauenorganisationen stärken. Wir haben auch internationale Projekte. Zum Beispiel jetzt gerade vor ein paar Tagen ist in Mali unser Frauenhaus, ein Schutzhaus, das wir mitfinanziert haben, eröffnet worden. Wir haben Projekte zur Genitalverstümmelung oder gegen Genitalverstümmelung in Burkina Faso. Wir unterstützen ein Projekt in Bulgarien. Da geht es speziell darum, Roma-Mädchen, junge Roma-Mädchen, denen Perspektiven zu eröffnen, damit sie eben nicht später in der Zwangsprostitution in Deutschland landen. Und das sind wir also auch international da aktiv. Vor allem aber setzen wir eben auf Aufklärung, Gesetzesänderungen in Deutschland und vielleicht irgendwann mal auch international. Das würde mich sehr freuen, wenn wir expandieren. Aber wir sind schon froh, dass wir in Deutschland hier eine schlagkräftige Organisation sind. Wir arbeiten zusammen mit anderen Organisationen, unterstützen andere Frauenorganisationen in ihren Tätigkeiten. Und was wir machen, und das ist auch dieses Jahr wieder der Fall, immer am 25. November führt Terre des Femmes ja diese Fahnenaktion durch, wo also in öffentlichen Gebäuden in vielen Städten Deutschlands die Fahnen gehisst werden, Nein zu Gewalt an Frauen. Und in diesem Jahr steht natürlich die Fahnenaktion auch wieder unter dem, oder dieses Jahr steht die Fahnenaktion unter dem Aspekt gegen Frauenhandel, gegen Prostitution, gegen Loverboy, völlig klar. Nun ist es ja ein Chantal, einen allerletzten Satz vielleicht. Gerne noch. Zur Prostitution. Ja, genau. Gut. Unser Motto ist ja gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei. So sollen Mädchen und Frauen weltweit leben. Und wenn wir Prostitution angucken, dann ist es genau das Gegenteil von gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei. Nun ist ja interessant, Inge, dass ihr bei Terre des Femmes um diese Position durchaus gerungen habt. Und darüber würde ich gerne ganz kurz sprechen, denn ich denke, für alle hier im Hörsaal ist es ja selbstverständlich, dass Feminismus, Feministin sein, Feminist sein, bedeutet, dass man für die Abschaffung der Prostitution ist. Wir wissen aber leider auch, dass es Feministinnen, sogenannte Feministinnen gibt, die eben Prostitution im Namen des Feminismus als Akt der Selbstbestimmung, der sexuellen Selbstbestimmung verkaufen. Ich würde gerne die eine Inge und die andere Inge fragen, wie war das in euren jeweiligen Organisationen? Bei euch weiß ich, ihr habt heftig darum gerungen, dass ihr an diesen Standpunkt kamt. Kannst du darüber kurz erzählen? Ja. Also, sagen wir so, Terre des Femmes hatte schon immer die Position, dass Prostitution nicht vereinbar ist mit der Menschenwürde und dass es nicht vereinbar, also dass es keine Vision ist für eine Gesellschaft. Also die Vision für eine Gesellschaft ohne Prostitution hat Terre des Femmes tatsächlich immer verfolgt. Nur war es so, dass die Art und Weise, wie man da hinkommt, da wurde tatsächlich heftig drum gerungen. Also es ist wohl so, in den 80er, 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre, war die Position schon klar gegen Prostitution. Aber als dann das Prostituiertengesetz kam 2002 und eben diese der Selbstbestimmtheit und der Freiwilligkeit, da war es tatsächlich so, dass wir hatten Frauen in der Organisation, die das befürwortet haben. Und es war immer ein Lager zwischen denen, die gesagt haben, nein, da müssen wir wirklich auch freier Bestrafungen zu einführen, aber eben auch derer, die gesagt haben, naja, wir müssen halt den Frauen, die in der Prostitution sind, das Leben irgendwie angenehmer, nicht angenehmer gestalten, sondern einfach menschenwürdig gestalten. Mhm. Und man muss tatsächlich, ich spreche jetzt Hand aufs Herz, ganz ne? Wobei aber gerade auch unter noch anderem Vorstand so war, dass, und wir wissen glaube ich alle, wovon wir reden, das war damals die Imengard Schewe-Gerig von den Grünen im Vorstand, wo es dann so war, dass die andere Seite, die Kritikerseite eben ein bisschen kleiner gehalten wurde und dass das eben so gehypt wurde bei uns, dass wir sagen, okay, wir schauen uns an, wie kriegen wir denn die Lebensbedingungen von Prostituierten besser geschützt auf unserem Weg zu einer Gesellschaft ohne Prostitution, das immer noch da war. Naja, du hattest vorher von Maischberger gesprochen, Inge, auch Imengard Schewe-Gerig war damals bei Maischberger und es war eine große Konfrontation auch mit Alice Schwarzer in dieser Sendung und es war wirklich ein Knall damals. Ne? Ja. Und infolgedessen gab es dann richtig einen Ruck bei uns bei Terre des Femmes. Da wurde das nämlich dann ganz klar, es gibt diese widerstreitenden Lager und jetzt machen wir mal so eine Art Seminar, wir finden jetzt wirklich einen Konsens und eine Position für Terre des Femmes und ich mache die lange Story jetzt kurz. Es gab dieses Seminar, es gab wirklich tolle basisdemokratische Diskussionen, Austausch, Informationen und am Ende dessen stand 2014 unser ganz klares Ja zum nordischen Modell und zum Sexkaufverbot. Und das ist ganz wunderbar und es ist großartig, dass es in Deutschland diese Stimme gibt.
Inge, die andere Inge, Kleine, bitte nur ganz kurz. Bei Kofra ist es nicht so gewesen, glaube ich, sondern ihr habt euch sozusagen von Anfang an in dieser Tradition befunden. Ja, wobei jetzt das gar nicht so stark das Schwerpunktthema war und wir dann auch mal überlegt haben, warum haben wir das eigentlich 2002 nicht gesehen. Aber da kam es eher in dem Bereich, in dem wir uns jetzt ja noch weiterentwickeln oder wo ich auch so viel gelernt habe, dieses Hinschauen bei zum Beispiel sexueller Gewalt oder bei Gewalt gegen Frauen und dann festzustellen, dass Prostitution nur eine Facette ist. Dass also eine Vergewaltigung bedeutet, dass ein Mann halt meint, er hat das Recht zuzugreifen. Und bei der Prostitution bedeutet, er hat das Recht, da zuzugreifen, mit dem Unterschied, dass er zwar zahlen muss, aber dafür der Staat denkt, dass es seine Aufgabe ist, Männern diese Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Oder dann auch die Situation, was wir in den letzten Jahren gelernt haben, auch durch die Zusammenarbeit mit den Ausgestiegenen, gerade mit Huschke Mau, die ja jetzt auch ihr Netzwerk Ella gegründet hat, das sehr interessant ist, weil dort Frauen drin sind, die in der Prostitution sind, aber raus möchten und eigentlich die freie Bestrafung gut finden und ausgestiegene Frauen, dass wir auch gelernt haben, immer diese Unterschiede zwischen den Frauen, dass die ein falsches Denken sind. Ich kann Prostituierte nicht in gute und schlechte. Die einen sind meiner Meinung und die anderen sind einer anderen Meinung teilen. Sie sind Frauen in der Prostitution. Und dieses Zusammenarbeiten, das Erkennen der Parallelen, auch Prostitution und häusliche Gewalt. Warum bleiben die Frauen denn da bitte drin oder warum verteidigen sie das? Das sind die gleichen Mechanismen. Das ist ein Bereich, in dem wir nochmal wieder gelernt haben und auch wieder zurückgekommen sind auf die 80er Jahre. Es sind Frauen in einer bestimmten Position im Patriarchat, aber hier wollen wir weiterarbeiten. Und gerade mit Manu Schon, aber auch, also auch in der Abolition 2014, viele Gespräche, dass wir jetzt auch diese Lobbyistinnen nicht mehr so als Feindinnen sehen, sondern halt, ja, sie sind politische Gegnerinnen. Sie sind Kleinbetreiberinnen, aber sie waren mal in der Prostitution. Und wir können nicht den Ausgestiegenen zuhören, Michaela Huber zuhören, Ingeborg Kraus zuhören und dann bei einer Frau, die uns erzählt, dass sie das toll findet, plötzlich keine Empathie mehr haben. Das ist auch nicht Feminismus. Also das ist der Bereich, in dem wir wirklich uns auch mal da entwickelt haben und eben weiterarbeiten. Also das ist der, ja, und auf den ich mich auch freue, da weiterzugehen. Gut, ja. Stichwort Lobby oder zunächst vielleicht nochmal Stichwort, von wo haben wir eigentlich Gegenwind? Und da haben wir zunächst mal ein gewisses Parteienspektrum leider nicht an unserer Seite. Und Leni, du bist hier, das ist ganz großartig, das, was du da erkämpfst in der SPD. Und ich würde dich ganz herzlich bitten, uns mal darüber zu erzählen. Also wie kämpfst du sozusagen in deiner Partei darum, dass sich dort die Haltung zur Prostitution, zum Prostituiertenschutzgesetz verändert? Und was passiert da gerade? Also das Erste, was ich jetzt mal in aller Form sagen möchte, ich habe gestern, hatten wir Arbeitsgruppe im Ausschuss Familie, Frauen, Jugend und Senioren im Deutschen Bundestag. Da habe ich erzählt, dass ich heute hier sein werde. Und Andrea Nahles hat mir gesagt, ich soll alle sehr herzlich grüßen. Also es, nee, ich muss jetzt echt sagen, das finde ich nicht banal, weil in der SPD gerade wirklich was bricht. Und zwar, es ist so, dass ich mich üblicherweise in diesem linken, grünen SPD-Spektrum inhaltlich ziemlich wohlfühle, auch und bei den Menschen auch wohlfühle. Und dass ich in der SPD manchmal wirklich ratlos bin, dass wenn ich mit Kolleginnen rede, auch Abgeordneten im Deutschen Bundestag, mit denen ich bei tausend Sachen einig bin, und beim Thema Prostitution sind die so gestört, ich versuche dann So Einzelgespräche auch zu führen. Ich mache Einzelgespräche und sage, erklär mir mal deine Position. So. Und dann sage ich irgendwann, wolltest du, dass deine Tochter in der Prostitution arbeitet? Und wenn mir dann eine Abgeordnete sagt, ja, wenn sie das will, dann bin ich wirklich ratlos, weil ich denke, wir sind auf unterschiedlichen Planeten unterwegs. Und ich glaube, am Ende des Tages hängt es alles auch von Personen ab. Und was ich merke, das ist nicht nur jetzt bei der Frage Prostitution, sondern bei vielen Gesetzen, die einfach nicht gut gemacht sind, wenn du Abgeordnete bist und hast irgendwann mal, sag mal, für die Agenda gestimmt oder 2001 für die Liberalisierung der Prostitution und du bist es heute noch, dann nimmst du das nicht zurück. Das ist das, was ich da, weil man irgendwie so was Bockiges in sich hat. Und ich merke, dass da auch was aus, wir hatten ewige Zeit eine ASF, Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratische Frauen,
Frauenbundesvorsitzende, Elke Ferner, die hat ja total, die kennen viele hier so, sie ist jetzt nicht mehr ASF-Bundesvorsitzende. Ja. Und die neue Bundesvorsitzende, Maria Neuchel, die war jetzt auch in Straßburg dabei, genau. Die hat eine völlig andere Haltung dazu. Und da bewegt sich was. Ich habe in meinem Landesverband ist Baden-Württemberg, ist ja sprachlich für die Dolmetscher echt schwierig heute, ich wurde da Landesvorsitzende, ich bin es jetzt nicht mehr, aber als ich es wurde, habe ich verschiedene Arbeitskreise eingerichtet zu verschiedenen Themen. Digitalisierung, alles, was so ist, und auch einen zur Prostitution. Es ist Ihnen gar nicht so aufgefallen. Der Arbeitskreis hat dann einen Antrag erarbeitet, der Landesvorstand hat den beschlossen und es war schon Ende letzten Jahres, aber jetzt hatten wir es die Tage jetzt einfach in der großen baden-württembergischen Zeitung auf der Titelseite, baden-württembergischer SPD-Landesvorstand für Sexkaufverbot. Das ist echt groß. Das ist groß, wirklich so. Ja. Es ist nicht so, dass es deswegen jetzt schon abschließend beschlossen ist, aber ich merke, dass innerhalb der SPD es eher mehr Leute gibt, die es für nordische Modell sind als andere. Also da passiert was. Ich kann nicht hier Vollzug melden, dass die ganze SPD da jetzt in unserem Sinne unterwegs ist, aber es ist tatsächlich so, dass was passiert. Es sind auch einige im Raum, die sind auch SPD-Mitglied. Und da ist einfach dann so mein Rat, erspart euch denen nicht. Erspart es nicht, weil meine ganze Haltung zum Thema Prostitution. Ich bin Gewerkschafterin und ich habe immer so dieses, und dann engagiere dich für deine Interessen, und ich sehe einfach, dass das in dem Fall gar nicht möglich ist. Wo ist die Lobby für diese Frauen? Und das müssen wir sein. So, wir müssen da einen Blick drauf haben, wir müssen es öffentlich machen. Und je mehr da auch in der SPD unterwegs sind, und ich sage der SPD immer, also in meinen Zirkeln, in denen ich unterwegs bin, das Thema Prostitution ist echt ein gutes Thema, sich von links und grün abzusetzen. Da können wir echt mal Punkte machen. So. Und wir haben, es sind Kleinigkeiten, die mich freuen, die taugen wahrscheinlich gar nicht irgendwie für die große Überschrift. Aber wenn der rechtspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion prinzipiell bereit ist, ein Video zu drehen, ich bin kein Freier, und sich öffentlich fürs nordische Modell ausspricht, dann ist es ein großer Schritt, den wir da gehen. Und so gehen wir Schritt für Schritt für Schritt. Ich werde nur langsam wahnsinnig, weil ich manchmal auch so ein Gefühl habe, da hocke ich hier rum in dem beheizten Raum und habe das Mikro in der Hand und rede schlaue Worte, und ich weiß, Hunderttausende von Frauen in diesem Land werden in dieser Minute da missbraucht. Und das halte ich gar nicht aus. Ich halte diese lange Zeit schier nicht aus, die es dauert. Und es wird noch dauern. Aber ich glaube, wir sind insgesamt da auf dem ordentlichen Weg. Ich glaube, wir werden es noch erleben, dass wir das nordische Modell in Deutschland kriegen. Wir sollten an dieser Stelle noch erwähnen, dass die damalige Justizministerin, oder vielleicht sagst du es direkt, Leni, weil du hast es... Also Hertha Däubler-Gmelin hat ja damals das Gesetz gemacht, es stand im Koalitionsvertrag. Sie wohnt in Tübingen auch, und wenn ich mit ihr spreche, dann sagt sie, das war falsch damals, und ich habe es damals schon gesagt, aber es stand im Koalitionsvertrag. Und sie sagt heute, ich bin fürs nordische Modell, das stand die Woche auch in der Stuttgarter Zeitung, und ich finde, es ist auch groß, wenn die das gemacht haben, dann konkret heute sagen, es war falsch. Sie ist nicht mehr im Bundestag, aber sie ist immer noch eine wichtige Stimme in der SPD, und sie ist vor allem eine wichtige linke Stimme. Das Irre ist ja, dass sich da links und rechts so geschuck trennt. Das ist ja total bescheuert. Also insofern ist es toll. Hertha hat es gesagt, wird es weiter sagen, und ich glaube, dass das auch einige Leute in der SPD zum Nachdenken anregen wird. Ja. Ich würde gerne, obwohl das jetzt sehr schön und positiv war, bevor wir dann wieder zum Positiven kommen, nämlich dem, was wir eigentlich schon alles geschafft haben, noch mal einmal kurz auf den Punkt kommen, Gegenwind. Und da würde ich gerne noch mal Inge Hauschild-Schön hören zu dem, was sie in Marburg so erlebt. Nämlich von einer Seite, von der man eigentlich gar nicht meinen sollte, dass sie so torpediert. Aber vielleicht erzählst du uns bitte, Inge, mal, was ihr da so erlebt bei den Veranstaltungen, die ihr machen wollt, bei den Ausstellungen, die ihr machen wollt und so weiter. Von wo da der Druck kommt. Ja.
Das mache ich gerne, vor allen Dingen, nachdem ich diese hoffnungsfrohen Worte von dir gehört habe. Also natürlich, ich hoffe das auch. Ne? Aber was nicht vergessen werden darf in der großen oder vielleicht mittleren kleinen Politik, das ist die Kommunalpolitik, die nämlich auch die Entscheidungen trifft, ob Bordelle entstehen oder nicht entstehen, ob dagegen etwas unternommen wird oder nicht unternommen wird. Das hängt ganz nicht nur immer von der Partei ab, aber auch, es hängt aber auch zunächst mal ab von denjenigen, wer ist da in den kommunalen Regierungen an der Macht und welche persönliche Einstellung hat dieser Mensch, meistens männlich, zur Prostitution. Das haben wir natürlich erlebt. Also das ging los, das muss ich wirklich noch sagen, weil jetzt, als ich mich erinnert habe, noch mal so ist mir das präsent geworden. Da wurde uns vom Oberbürgermeister zum Beispiel gesagt, die Bürgerinitiative, öffentlich in der Zeitung, große Überschrift, die Bürgerinitiative wirft mit Dreck. So, das war ein SPD-Mensch. Der grüne Bürgermeister hat uns gesagt, wollen Sie denn wirklich den Frauen aus den armen Ländern ein besseres Leben vermasseln? Der SPD-Ortsvorstehende hat gesagt, wir brauchen die Bordelle, denn es gibt ja behinderte Menschen, die wollen da, die müssen ihre Sexualität ausleben können. Ne? Und dann nach der BI geht es ja gar nicht um den Schutz der Frauen, sondern die wollen nur der SPD oder dem Oberbürgermeister schaden. Und das ist eine Haltung, die auch je nachdem, wie der Zeitgeist weiter so verläuft, immer noch zu beobachten ist. Und ich lasse jetzt aus, dass wir haben das natürlich so nicht stehen gelassen, deswegen freut mich ja wirklich, dass die uns unterschätzt haben. Wir konnten das immer schön mit Leserbriefen, da würde ich jeden und jede bitten, hier, wenn irgendwas in der Zeitung steht, wo man sich darüber aufregt, im Zusammenhang mit Prostitution Leserbriefe schreiben, wirklich aktiv werden, wo es neu ist. Das ist diese Graswurzelarbeit und ohne die läuft es natürlich auch in der Politik nicht so gut. Die brauchen ja auch den Druck von uns, ne, damit die, weißt du ja. Jetzt ist es also so, nach vielen Jahren und ganz vielen Veranstaltungen, ich habe noch vergessen, dass Lea Abwagemann auch zweimal hier war und andere auch noch, also nur das war in dem Zusammenhang auch noch wichtig. Kurzum, jetzt erleben wir Folgendes. Ich wollte eine Ausstellung mit Bildern von Bettina Flittner, die ich jetzt eben hier gesehen habe. Ich begrüße sie in eurem Namen, obwohl mir das nicht zusteht. mit Bildern der Ausstellung von Bettina Flittner machen. Sie war auch einverstanden. Es war auch alles geklärt mit einem Kultur... Ich muss kurz sagen, es ist eine Ausstellung zum Thema Freier zum Thema gewesen. Freier. Also Bettina ist in einem Bordell im berühmten Paradise gewesen und hat dort Freier befragt. Ja, danke. Hoch aufschlussreich. Ja, ne? Und das war alles geklärt mit den weiblichen Führerinnen des Kulturzentrums. Dann haben die so ein Modell, dass die eine Mitgliederversammlung haben und die haben alle dann gleiches Mitspracherecht. Dann haben die Leiterinnen das da mitgeteilt und dann hat die Mitgliederversammlung, das sind ungefähr 50 Leute, aus linksintellektuellen Kreisen, SPD, Linke und in Marburg auch stark vertreten die Antifa, die haben das generell abgelehnt und zwar mit einer interessanten Begründung. Sie haben nämlich gesagt, in dieses Kulturzentrum kommen auch Jugendliche und denen ist der Anblick nackter Männer nicht zuzumuten. Also das war vor anderthalb Jahren, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Erstens haben die sowieso was an unten herum, wie man so sagt. Und zweitens, an jedem Kiosk lachen ihnen die nackten Frauen entgegen. Ne? Da hat keiner eine Sorge. Ne? Aber das ist die, in Marburg können wir das ganz gut einschätzen, weil wir doch gut Bescheid wissen. Das ist diese ja, Intelligenz, ja, in Anführungsstrichen, und dann aber auch mit Hang zur Antifa und so weiter. Das war das eine. Das zweite ist, wir wollten eine Veranstaltung mit Gail Dines im vorigen Jahr machen, eine amerikanische Soziologin, die also ganz vehemente auch Gegnerin von Prostitution ist, ein führendes Fachbuch in Amerika dazu geschrieben hat und so weiter, kürze ich alles ab, ist uns abgelehnt worden und zwar von der Marburger grünen Frauenbeauftragten, die gesagt hat, also ich habe da gar kein Geld mehr für und die hat dann noch die Uni-Beauftragte, das ist eine Genderforscherin, gefragt, ob sie das mit unterstützen würde. Das hat sie vehement abgelehnt, denn Geld Eins würde wissenschaftlich völlig inkorrekt arbeiten. So, damit war das auch gestorben. Und das Dritte war jetzt der Internationale Frauentag, wo eine Demo war, wie in vielen Städten, und ich getreulich eure Rotlichtausfahne durch die Gegend geschleppt habe, zusammen mit einer anderen, die ist ganz schön schwer. Und jedenfalls war da das Programm ein bisschen überfrachtet und man hat sich unterhalten und plötzlich höre ich so eine Stimme und da denke ich, die kenne ich doch so, die gelte dann da durch den Raum und hat unserer Landrätin vorgeworfen, dass sie eine Gesundheitsberatungsstelle, das musste die einrichten nach dem neuen Gesetz,
in Marburg beim Gesundheitsamt und beim psychiatrischen Dienst angesiedelt habe. Das erinnere an, an Verhaltensweisen des Nationalsozialismus, wo man Prostituierte sterilisiert hätte, wo man sie inhaftiert hätte und eben auch in KZs gebracht hätte. Das sei ganz eindeutig parallel zu sehen. Da hat niemand protestiert. Niemand. Ich sehe da jemanden nicken, die war offensichtlich dabei. Es hat niemand protestiert. Und hinterher kam dann die Frauenbeauftragte und der Oberbürgermeister zu mir und sagt, ja, was machen wir jetzt? Ja, da war es ja nun auch schon geschehen. Es hat von denen niemand etwas gemacht. Die Bürgerinitiative hat zweimal ausführlich in der oberhessischen Presse Stellung genommen und hat also klar gemacht, dass es so nicht geht. Und das war, ich will die Organisation gar nicht nennen, wird sie noch bekannter. Jedenfalls ist das eine, die Eingeweihten bekannt ist. Die plädieren vehement mit sehr merkwürdigen Mitteln dafür, dass Prostitution als ein richtiger Beruf anerkannt wird. Sie haben mehrfach von Sexarbeiterinnen gesprochen, die brauchen jetzt Frauenrechte, die Sexarbeiterin, also Grundgesetz und Erklärung der Menschenrechte, die reichten ihnen offensichtlich gar nicht. Ne? Die Berufsgruppe wird dauernd stigmatisiert und so fort. Das war ganz schlimm und es hat keinen Widerspruch gegeben. Und da habe ich nämlich, ich will noch dazu sagen, am letzten Samstag in München halte ich noch habe ich noch gesprochen und habe gesagt, wie wunderbar das in Marburg ist. Ne? Wir haben so viel erreicht. Wir brauchen da regional gar nichts mehr zu machen und komme nach Hause und sehe, dass immer noch nicht reagiert worden ist. Und eigentlich wollte ich noch was anderes erzählen. Ich komme nach Hause und sehe und werde mitgeteilt, das Bordell plakatiert wieder. Ich habe noch stolz gesagt, das ist verboten worden. Chantal Lewis hat ein Interview mit unserem Oberbürgermeister gemacht und da hat er das gesagt gehabt. Und jetzt geht es eben wieder andersrum. Da möchte ich nachher noch kurz was zu sagen. Ja, es gibt auch in Marburg immer noch einiges zu tun. Was ich spannend finde bei dieser 8. März-Demo, wo ja diese wirklich absolute Pro-Prostitutions-Lobbyistin gesprochen hat bei euch, ist, dass du gesagt hattest, der Platz, also der Sprechplatz sozusagen, sei ihr überlassen worden vom Frauen- und Lesbenreferat der Uni. Was mich dazu bringt, nochmal zu sagen, dass wir ja auch ein großes Problem haben mit Kritik aus der Queer-Szene, die sozusagen auch Prostitution unter Queer fasst. Also Prostitution ist halt auch irgendwie queer und damit auch irgendwie total in Ordnung. Und ich würde gerne noch mal einmal in die Runde fragen, bevor wir es dann öffnen fürs Publikum, denn wir würden gerne noch auch ins Gespräch kommen. Welche Erfahrungen macht ihr und vor allen Dingen, wie reagiert ihr darauf? Denn ich persönlich finde, dass der Angriff aus dieser Ecke besonders problematisch ist, weil die ja als so hip und modern gilt. Wer möchte? Meistens haben wir das natürlich auf den sozialen Netzwerken. Und das ist natürlich dann ganz lustig, je nach Stimmung, Battle. Und dann gucken, was so passiert, wo dann die Likes kommen, wie weiter getweetet wird. Bei diesen Angriffen haben wir meistens festgestellt, ob das jetzt die Queer-Szene war oder ob das die Pro-Prostitutions-Lobby war, dass wir am Schluss meistens mit einem Punktestand von oder Torstand 8:0 für uns rausgehen. 7 der Tore haben die selber geschossen. Also wir kamen gar nicht dazu, das zu tun. Also, und meistens das zu nutzen, um immer wieder die Situation klarzustellen. Aber wir möchten da auch noch arbeiten, denn je mehr man sich einarbeitet in das, was queer, ich halte das Konzept auch wegen der fehlenden Machtanalyse für problematisch. Genau. Ja. Es wird halt geschaut, sowas wie weiblicher Körper ist irgendwie eine zufällige Eigenschaft einer Person. Ja. Und das ist nicht nett, dass man das diskriminiert, aber die Systematik wird dahinter vergessen. Trotzdem ist es so, dass Prostitution zu queer eigentlich ja gar nicht passt. Und die nächste Zeit werden wir versuchen, damit zu verbringen, das auch nochmal klarzustellen. Denn gerade Prostitution, also wenn man jetzt nicht über den Körper reden möchte, dann sollte man das Thema Prostitution auch lassen, weil das gar nicht geht. Und wenn ich über Macht, wenn ich behaupte, dass ich Machtgrenzen auflöse, dann muss ich auch über Prostitution reden. Ich denke, dass sich das da ändert. Nur meistens schärfen wir die Krallen, sitzen nächtelang bei Twitter oder auf Facebook. Da seid ihr sehr ausdauernd, das bewundere ich immer, ja. Und diskutieren und diskutieren und diskutieren und haben auch gelernt, ruhig bleiben. Wir haben auch sehr stark gelernt, immer wieder den Unterschied zu machen zwischen einer Frau in der Prostitution und eine, die das nicht ist oder vielleicht nur daher redet, auch nochmal drüber reden, wer hier eigentlich die Privilegien dauernd putzt. Und das sind nicht wir. Also wer hier sich dauernd so abgrenzt. Und das ist einfach immer wieder die Art,
diskutieren und immer so, dass die Mitlesenden da was davon haben. Mhm. Sehr gut. Ja. Möchte mal. Ich mach ganz kurz. Ich habe also das bei Facebook kenne ich mich nicht aus, aber ich merke die Diskussion, wie die in Marburg läuft von der Uni aus. Und da muss es wohl mehrere Richtungen dieser Queer-Bewegung geben und auch dem Genderismus muss es mehrere in Richtungen geben. Und das ist ein unglaublich machtbesessener Verein. Schon sprachlich haben die eine Sprache, das ist eine Herrschaftssprache. Ein Fremdwort jagt das andere. Man hat nun sogar studiert. Ich weiß gar nicht, wie man besser gebildet sein kann. Da muss man das eine Fremdwort erst bearbeiten, dann kommt das nächste gleich hin, dann sind da fünf Fremde. Also Herrschaftssprache in Reinkultur. Und das verträgt sich aus meiner Sicht nicht mit Feminismus. Ja, also wir in Tübingen machen die Erfahrung schon auch durchaus, dass wir aus der Ecke angegriffen werden. Und ich würde euch beiden auch recht geben mit eurer Analyse. Aber trotzdem will ich sagen, dass wir zumindest in Tübingen beschlossen haben, auch wenn wir da Anfeindungen kriegen und sich da wirklich Gräben auftun, zwischen uns und Menschen, mit denen wir aber an anderen Themen total miteinander arbeiten können, auf die Straße gehen. Und eigentlich möchte ich die mit dem Thema nicht verschütten lassen. Und deshalb haben wir für uns beschlossen, dass wir trotzdem weiterhin Offenheit signalisieren wollen, auch wenn diese Kämpfe auf Social Media und so wichtig sind und dass man da Kontra gibt. Aber trotz allem möchte ich eigentlich keine Feindschaft kultivieren zwischen denen und uns, weil ich glaube, wir brauchen auch diese Menschen. Und ich studiere selber noch und ja, sie sind gebildet und ich möchte die eigentlich ungern verlieren und deshalb einfach im Dialog bleiben und kein Freund-Feind-Schema da aufkommen lassen. Ja, weil die Zeit schon fortgeschritten ist, erlaube ich mir jetzt mal selber kurz zu sagen, weil ich finde, dass wir das am Ende jetzt auch noch machen sollten, kurz mal zusammenzufassen, was wir denn aber eigentlich in den letzten Jahren auch in Deutschland erreicht haben. Und dann machen wir die Fragerunde oder die, was Sie und ihr noch auch selber beitragen möchtet. Also zum einen finde ich, dass wir inzwischen doch eine sehr breite gesellschaftliche Debatte haben. Also spätestens seit der Emma-Kampagne 2013, finde ich, geht das nicht mehr durch. Also dieses Prostitution ist ein Beruf wie jeder andere und so weiter. Das haben wir ein bisschen geknackt. Und ich finde großartig, dass es inzwischen doch eine ganze Reihe Aussteigerinnen gibt, die sich, was ich wirklich sehr mutig finde, zu Wort melden, in den Medien auch sind. Und das ist die stärkste Kraft, finde ich, die da sein kann, wenn Frauen, die es selbst erlebt haben, sagen, es muss sich hier was ändern in Deutschland. Und zusammen mit diesen und anderen Gruppen und Initiativen, die hier sitzen, haben wir es eben auch geschafft, es wird vorhin schon mal gesagt, dieses Medienmonopol der Pro-Prostitutionslobby auch zu knacken. Ich finde, also es gibt ja keine Talkshow, keinen Bericht mehr oder kaum noch welche, wo nicht eine Gegenstimme auch zu Wort kommt. Und das war lange Zeit nicht so. Da finde ich, ist auch wirklich richtig viel passiert. Und dann möchte ich als letztes nochmal sagen, wir haben ja, ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, kürzlich ein bahnbrechendes Gerichtsurteil gehabt in Stuttgart, wo Deutschlands Bordellbetreiber Nummer 1 eben der Beihilfe zum Menschenhandel und zur Zuhälterei überführt worden ist. Das Urteil ist rechtskräftig. Und der Herr hat, wie wir wissen, in vielen Talkshows gesessen und sein Märchen von der sauberen Prostitution erzählt. Und dieses Urteil belegt nun, es gibt sie nicht. Ich finde, das ist ganz schön viel, aber es gibt noch sehr, sehr viel zu tun. Aber ich möchte jetzt eben gerne nochmal die Gelegenheit geben, hier Fragen zu stellen, beziehungsweise selber auch was beizutragen. Und hier unten war gerade auch schon eine erste Wortmeldung. So, jetzt müsste irgendwas mit dem Mikro passieren. Danke.
Ja, hallo. Viele von uns haben mitbekommen, haben nicht verstanden, was queer heißt und was damit gemeint ist. Und ich habe auf jeden Fall den Anschluss verloren da. Können Sie bitte erklären? Oh. Wieder, bitte. Inge. Ein weites Feld. Nee, behalte es mal im Saal. Ich gebe es hier einfach. Okay, Queer Theory hat eigentlich durchaus mit dem Feminismus bestimmte gemeinsame Wurzeln. Im Feminismus kam ja die Erkenntnis ursprünglich von Margaret Mead und dann Simone de Beauvoir, dass es sozusagen einen Unterschied gibt zwischen dem biologischen Geschlecht, okay, und der gesellschaftlichen Rolle da obendrauf. Also, dass die Kinder kommen auf die Welt und sind männlich oder weiblich. Und dann kriegen sie aber rosa oder blaue Klamotten angezogen, zu einem Zeitpunkt, wo die garantiert selber nicht einkaufen gehen und die Farben noch nicht mal sehen können. Und da beginnt eine geschlechtsspezifische Erziehung. Und das auseinanderzunehmen, ich habe Gender, die Geschlechterrolle, und ich habe das Geschlecht, war der große Schritt im Feminismus. Und darum schloss ich dann auch ein, was sind jetzt beschriebene Rollen, was haben die mit den Machtverhältnissen in der Gesellschaft zu tun? Dann geht man einen Schritt weiter, was ist mit Heterosexualität und Homosexualität? Was passiert, wenn da Leute aussteigen? Dann ist eben diese Position, hebt das von selber Machtstrukturen auf oder nicht? Und bei der Queer Theory ging es darum, diese Art von Identitäten weiter aufzugrenzen. Muss ich eine Frau sein, wenn ich einen weiblichen Körper habe? Kann ich nicht vielleicht was anderes sein? Wie ist überhaupt der Zusammenhang zwischen Körper und Identität? Und da geht der Gedanke eben hin, mehr Raum zu machen, natürlich auch zum Beispiel zum Thema Intersexualität, was ja auch eine biologisch gegebene Sache ist, aber was ja nicht anerkannt wurde mit diesen Zwangsmaßnahmen und die werden dann vereindeutlicht. Aber dann auch die Sache, was ist, wenn ich gar keinen Bock habe, mich als männlich oder weiblich zu identifizieren, sondern sage, ja, mein Körper, der ist eigentlich gar nicht weiblich, ich kann den auch männlich nennen. Oder was ist, wenn ich mich anders dafür halte? Und die Queer Theory hat versucht, diese Kategorien männlich und weiblich total aufzubrechen, weil sie dachten, wenn man diese Kategorien zerschlägt, kann man damit auch die Machtmöglichkeiten zerschlagen. Und 20 Jahre später können wir feststellen, dass sie da ein paar Sachen übersehen haben. Aber der Gedanke war ursprünglich so, ich muss doch männlich, weiblich gar nicht so festlegen, sondern kann das öffnen. Und ich kann das super erklären. Gut, bitte. Frau Tertilte-Rübo, hier am Mikro. Ich darf als Sprecherin die 375 kommunalen Gleichstellungsbeauftragten in Nordrhein-Westfalen hier heute mit einigen Kolleginnen zusammen vertreten. Und die Frage an die Runde ist nämlich, ob Frau Professor Mack mit ihrer Aufforderung der Verfassungsklage heute hier ihre Unterstützung bekommt, ja oder nein, oder wie da ihre Haltung zu ist, weil sie ja heute für uns alle repräsentativ als deutsche Vereinigung hier sitzen. Danke. Puh, ja, wie machen wir es jetzt? Gibt es irgendjemanden, der diese Verfassungsklage nicht unterstützt? Ich frage mal so rum. Es unterstützen alle die Verfassungsklage. Es unterstützen alle die Verfassungsklage. Ein paar Verfassungsrichterinnen gibt es ja auch schon. Ein paar Verfassungsrichterinnen gibt es inzwischen glücklicherweise auch. Ob das immer so viel nützt, ist aber eine andere Frage. Okay, ich habe noch eine Frage. Ich bin Anne Behrens, ich bin auch Gleichstellungsbeauftragte und zwar in Niedersachsen im Landkreis Stade und auch Aktivistin schon viele Jahre. Ich habe eine Frage an wen immer, ich weiß es nicht genau, vielleicht an Leni Breitmeier, weil sie eine Politikerin ist. Wir haben ja in Deutschland jetzt, oder Deutschland hat ja letztes Jahr auch die Istanbul-Konvention unterzeichnet und ratifiziert. Die verpflichtet uns nun, dass der Staat auch Frauen insgesamt vor Gewalt schützen muss, aktiv. Was hat das für Konsequenzen vielleicht jetzt auch für die Prostitution? Liegt da eine Chance für uns? Na, das Irre ist ja, wenn wir von die Istanbul-Konvention sagt ja, dass Frauen geschützt werden müssen vor körperlicher Gewalt, vor psychischer Gewalt und vor ökonomischer Gewalt. Und wir reden die ganze Zeit über Gewalt an Frauen. Gestern habe ich hier meine, jede vierte Frau wird im Laufe ihres Lebens Opfer von partnerschaftlicher Gewalt, irgendwie gepostet in Facebook.
160 Likes. Den Artikel von der Frau Lorenz habe ich geteilt, zur Prostitution 80 Likes. Also irgendwie ist da schon ein Unterschied. Der Wahnsinn ist, dass eben Prostitution bei uns in Deutschland nicht als Gewalt angesehen wird. Das ist ja dieser Irrsinn dieser ganzen Debatte, dass alle immer mit einverstanden sind und häusliche Gewalt, Vergewaltigungen und alles okay, aber Prostitution fällt nicht in diese Kategorie. Das ist das Problem auch mit der Umsetzung der Istanbul-Konvention. Also ich rede dann immer, wenn wir haben jetzt gerade so ein Papier gemacht in der Fraktion oder sind dabei, eins zu machen zum Thema Gewalt, alles einig, und ich muss dann immer mühsam noch wenigstens das Wort rein schwätzen, dass irgendwie sexualisierte Gewalt oder sexuelle Ausbeutung dazugehört. Ich sage nicht Prostitution, ich sage immer sexuelle Ausbeutung. Dann sind wir da beieinander und das können dann alle mit unterstützen. Aber wir, also der Irrsinn, ich sage es auch mal, auch im Bundestag, auch in der SPD-Fraktion, besteht darin, ich bin Berichterstatterin für Zwangsprostitution. Der Berichterstatter für Prostitution ist ein anderer. Das ist der Irrsinn. Wir trennen die Dinge hier so scharf. Und bestimmt sind alle mit mir einer Meinung. Das ist ja auch, wo sind jetzt die so Optimistinnen, die Marietta Hagener, es ist überhaupt kein Problem hinzukriegen, dass ihr gegen Zwangsprostitution seid. Aber Zwang steht, schreibt man dann gerade noch so in Klammer, um irgendwie hinzukriegen, dass auch Prostitution das Thema ist. Und das ist so dieser Irrsinn, dass die Mehrheitsgesellschaft oder die Mehrheit der Politik, vielleicht auch der Gesellschaft, immer findet, ja, Zwangsprostitution ist ganz was Schlimmes, aber Prostitution an sich, das ist ja alles okay, und das ist ja das Kernproblem. Absolut, und deswegen arbeiten wir ja sehr, sehr, sehr hart daran, aus all diesen Gründen, und dann auch wieder das Problem, dass es dann wieder so schuldige und unschuldige Opfer gibt. Was ist mit der traumatisierten Frau, die ja freiwillig reingegangen ist sozusagen? Deswegen wollen wir auch diese Sache nicht. Bei der Istanbul-Konvention, Artikel 36, der befasst sich mit dem Thema Vergewaltigung. Und da hat dazu geführt, dass bei uns dann endlich das Gesetz geändert wurde, 2016. Und da ist ein wunderschöner Satz drin, und ich liebe die Frauen, die ihn reingeschrieben haben. Da geht es halt, was ist eine Vergewaltigung, die Definition. Und dann steht da drin, dass bei der Erteilung eines Ja, wenn eine Frau zustimmt, die Umstände der Erteilung dieses Ja's beachtet werden müssen. So, und was ist jetzt bitte ein Ja in einem Bordell? Und das können wir vielleicht nutzen. Ich würde das gerne wiederum am praktischen Beispiel von vorgestern demonstrieren wollen. Da habe ich also, wie gesagt, eine neue Werbung des Bordells vorgefunden. Da wird eine Verlosung angekündigt und da wird versprochen, ein Jahr freier Eintritt plus eine Person. Das habe ich natürlich sofort beim Oberbürgermeister angezeigt, das ist ja klar. Habe vom Referenten die Nachricht gekriegt, also er will sich erkundigen, hat er auch gemacht. Das Ordnungsamt, was zuständig ist, erkennt nicht, dass auch das Gewalt ist. Da wird eine Frau verkauft, ein ganzes Jahr lang oder mehrere, was weiß ich, vielleicht können die sich noch aussuchen. Und die hat wirklich, das ist nun wirklich bestimmt auch juristisch angreifbar, die hat wirklich keine Chance, sich dagegen zu verwehren. Die weiß das nicht. Die wird gehandelt. Eine deutsche Frau im deutschen Modell, und das Ordnungsamt der Stadt Marburg findet da nichts dabei. Dann habe ich Ihnen gesagt, Sie sollen mal überprüfen, der Oberbürgermeister, ob er denn das so selber auch durchgehen lässt. Und ich habe ihm noch die Chance gegeben, bis heute Mittag um 12 könnten Sie mir ja noch eine Mail schicken, weil ich das ja dann hier sagen würde. So, ich habe nichts bekommen. Das heißt, man hält es in Marburg nicht für anzeigewürdig, und man hält es vor allen Dingen schon mal gar nicht für Gewalt, wenn da steht, ein Jahr freier Eintritt, gut, plus eine Person. Das merken die nicht oder sie wollen es nicht merken. Und da darf ich schon, weil es ja gleich aus ist, noch ganz schnell meinen Aufruf bringen. Bitte passen Sie bei solchen Sachen auf und reagieren Sie. Reagieren Sie auch in Ihren Kommunen und stellen Sie die Leute, die sowas zu verantworten haben. Dann nützt uns nämlich sonst auch da oben euer Gott sei Dank eintretender Bewusstseinswechsel nicht, wenn die Bevölkerung das nicht mitträgt. Ja, gibt es noch Fragen oder eigene Beiträge? Ja, dann da bitte. Ja, mein Name ist Rita Mons. Ich bin Mitglied in der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, also in der KfD, und gehöre zum Diözesanverband Trier. Wir haben 20 Landesverbände. Und unser Diözesanverband hat sich 2014, 2015 aufgemacht,
genau Richtung Prostitution zu gucken. Also da war gerade diese Änderung des Gesetzes in Gange. Wohin geht's? Wir haben dann gemeinsam mit Solvodi hingeguckt und haben über 2 Jahre ein Papier erarbeitet, das wir 2017 unserer Diözesanversammlung vorgelegt haben, also unseren Mitgliedern. Und das Positionspapier war gegen Prostitution. Also wir haben uns auch mit Blick auf die Würde der Frau ausgesprochen, dass Prostitution gar nicht geht und dass Sexkauf eine Dienstleistung ist, die niemandem zusteht, in Anspruch zu nehmen. Und das Ende war, dass mit großer Mehrheit, es gab nur 3 Enthaltungen, dieses Papier verabschiedet wurde. Also wir als Diözesanverband der KfD haben ein Positionspapier. Wir haben gesagt, was tun damit? Es gibt ja die 20 Landesverbände, den Bundesverband, und haben dann 2018 in die Bundesversammlung den Antrag eingebracht, dass sich dieser große Verband mit dem Thema Prostitution befasst. Die AG der Prostitution wurde jetzt gegründet und in 2 Jahren soll es ein Papier geben. Das heißt, wir machen uns auf den Weg und ich habe schon heute ganz viel mitgenommen. Ich bin selbst jetzt auch in die AG Prostitution berufen und ich denke, auch die katholischen Frauen sind auf dem Weg. Mein Name ist Ulrike Sinswald und ich komme von einer freien christlichen Gemeinde aus Kastelaun, ganz in der Nähe von Boppard. Und wir wohnen an einer Bundesstraße, mehr oder weniger, an der seit Jahren ich beobachte, dass da eben junge Frauen stehen, also ich würde sagen überwiegend aus osteuropäischen Ländern, junge Mädchen, und die stehen da bei jedem Wetter. Und wir fahren an diesen Frauen vorbei und es bricht uns das Herz und wir fragen uns, was können wir tun? Und eigentlich war jetzt ausschlaggebend für mein Sein auch hier jetzt, dass dann ein Bordell auch in unserem Ort Kastelaun eröffnet wurde im Februar. Und da war schließlich dann so der Punkt gekommen, jetzt muss irgendwas sich ändern. Was kann ich als Privatperson, was können wir als Christengemeinde tun, um ganz konkret diese Frauen, die da an der Straße stehen, bei jedem Wetter, mein Mann fährt da täglich dran vorbei, 2-mal, ich fahre da auch oft vorbei. Was kann ich tun? Kann ich anhalten? Kann ich in irgendeiner Form Kontakt machen? Ist das zu gefährlich? Was kann ich tun? Ich glaube, man kann davon ausgehen, dass die Frauen, die da stehen, ja auch total unter Druck sind. Und ich erinnere mich noch an die Huschke Mau, die auch mal gesagt hat, Dai ansprechen und ich helfe dir, das bringt dich keinen Millimeter weiter, weil du bist in deiner Rolle drin und dann willst du nicht da die Hand gereicht bekommen, weil irgendwie 50 Meter weiter steht dein Zuhälter und guckt auch, was du da machst. Aber was man machen kann ist, ich glaube, wir haben von Sisters so mehrsprachige Zettel mit Telefonnummern, die Frauen in die Handtasche stecken können oder in die Hosentasche, und wenn sie so weit sind dann und die Möglichkeit haben, da rauszukommen, dann können die da anrufen. Also das wäre so eins, was mir jetzt spontan einfallen würde. Und das andere wäre dann, ich meine, vor Ort einfach mal gucken, es fällt Ihnen auf, ich nehme an, das fällt auch noch anderen auf, vielleicht kann man da auch einfach mal einladen in die Kneipe. Wir fahren alle da jeden Tag vorbei und sehen diese Frauen stehen. Haben wir eine Idee, wie es denen geht und was man, also dass man da vor Ort einfach auch eine Initiative startet. Aber jetzt irgendwie an die Frauen heranzugehen und zu sagen, ach du Arme, und es regnet und muss da, und ich kenne, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg, weil die da abblocken, weil sie sonst da einfach da aus ihrem Alltag rausfallen, das geht nicht. Aber denen die Telefonnummer geben und vor Ort irgendwie eine Initiative zu gründen, das wäre das, was mir einfallen würde. Und ich möchte noch ergänzen, Sie hatten doch gerade gesagt, Boppard, nicht? Ja, na, da ist doch Solvodi. Ich meine, na, deshalb sind sie auch hier. Und Solvodi hat ja auch die Leaflets, die kleinen Informationsbroschüren in verschiedenen Sprachen. Also das ist in der Tat auch etwas, wo sie dann helfen könnten mit eben Informationen. In der Tat hat es wenig Sinn, die Frau in dem Moment irgendwie mit einem Retterinstinkt rausholen zu wollen. Da müssten sie das System sozusagen stärken, was diesen Frauen raushilft. Das heißt, die Organisationen, die sich drum kümmern. Bitte? Ja.
Also soll wohl die erste Anlaufstelle. So, wir müssen um 6, soweit ich weiß, den Saal langsam verlassen. Das heißt, ich würde den Herrn gerne noch hören und Melissa Farley. Und dann. Say hello to her. Stop and say hello. This is a human being. Even if you don't feel safe offering her shelter or money, I would say get to know them. If you get to know a woman daily, this is a good thing. She's going to remember that. It's going to give her strength. It'll help her remember she's a human being and she matters. Secondly, I would take food. I would give her food every day. And, coffee. Coffee is good, but... I say that because I learned from a woman who'd been in that situation that the most painful thing she went through was being ignored by people like you and me. So stop and just say hello, if nothing else. So, ich höre gerade von Solvodi, dass wir doch nicht um Punkt 6 Uhr raus sein müssen. Ich würde jetzt also gerne noch um die letzten Wortmeldungen bitten und danach ist dann die Liste sozusagen geschlossen. Also mal da und da. Okay, und der Herr, der jetzt endlich dran ist. Genau. Ja, vielen Dank. Eine Zwischenmeldung. Bitte geben Sie alle Ihre Headphones ab, wenn Sie den Saal verlassen. Die müssen über Nacht Akku haben, ansonsten haben Sie morgen keine Simultanübersetzung. So, jetzt. Ich bin vom Verein Windrose in Düsseldorf. Ich hoffe, dass ich es emotional ganz gut hinkriege. Bin ein bisschen am Wasser gebaut. Bin sehr betroffen über das, was ich heute erfahren habe, wenngleich wir schon mit dem Thema eigentlich schon länger unterwegs sind. Betreuung eben von Zwangsprostituierten und Menschenhandel überhaupt. Und ich finde es wunderbar, wie wir alle hier in das Horn reinstoßen zum Thema nordisches Modell. Ich denke aber, wir fühlen uns hier, oder ich fühle mich so ein bisschen wie in einem Goldfischglas. Wir sind außerhalb jeglichen Kontaktes im Moment mit den Politikern, die scheinbar eine ganz andere Tendenz verfolgen. Sitzt ja eine hier. Und ich habe aufgenommen die Worte und das finde ich einfach prima hier. Wir müssen die Freiwilligkeit der Prostitution entlarven. Wunderbar, höre ich gerne. Wir sollten über eine Verfassungsklage nachdenken. Großartig. Aber ich denke, wir sind viel zu lieb. Wir sind viel zu leise. Wir müssen laut werden. Wirklich laut werden. Ja? Wir müssen hier rausgehen aus diesem Goldfischglas, aus diesem Saal. Wir müssen nach Berlin. Wir müssen dorthin gehen, wo die Entscheider sitzen und denen vermitteln, dass das so nicht weitergeht. Und wenn ich so eine dämliche Antwort höre von dem Familienministerium, dass, also wenn das nordische Modell eingeführt würde, es dann wohl mehr Prostituierten in dem Untergrund gibt. So ein Schwachsinn. So ein Schwachsinn. Also laut werden, rausgehen und den Politikern sagen, wo es lang geht. Wir wollen das nordische Modell. Ja, vielen Dank. Gut, da oben ist noch. Da. Bitte. Okay, ja. Nee, wir haben dann noch zwei und dann. Ja, ich bin Bernadette Leidinger-Beierle vom Frauenverband Courage. Und wir sind der Meinung, dass Prostitution ein Teil des ganzen gesellschaftlichen Systems der besonderen Ausbeutung und Unterdrückung der Frauen sind und sind deswegen dagegen. Und ich kann mich dem nur anschließen, dass wir laut werden müssen, dass wir diese Auseinandersetzung auch gesellschaftlich austragen. Thema Gegenwind. 2016 auf unserer 8. März-Demonstration. Wir hatten ein Aktionsbündnis und wir sind auch durchs Rotlichtviertel
marschiert, wollten dort eine Zwischenkundgebung machen und einen offenen Brief von Huschke Mau verlesen. Das wollte eine Mitfrau der feministischen Partei machen. Wir sind dann von geschrien worden. Wir haben dann trotzdem weitergemacht und haben beschlossen, das lassen wir uns nicht gefallen. Also wir gehen in die Bütt, ja. Wir haben Pressemitteilungen geschrieben, wir haben eine gemeinsame Veranstaltung gemacht vom Aktionsbündnis mit Huschke Mau und das hat auch sehr zur Aufklärung beigetragen. Also ich weiß noch, dass Männer damals, es waren auch Männer eingeladen, dass die damals nach dieser berührenden Veranstaltung dann gesagt haben, so habe ich das also so habe ich das noch nie gesehen. Und bei den jungen Frauen ist es so, ich war jetzt auch mit vielen im Rahmen von diesem Frauenstreiktag 2016, sondern da hat sich was verändert. Da ist gesagt worden, wir wollen nicht, dass Frauen, die zur Prostitution gezwungen sind, kriminalisiert werden. Und das ist richtig. Das finde ich auch. Und ich finde, dass man den jungen Frauen auch sagen muss, mit denen diskutieren muss, diese gesellschaftliche Frage, dass man nicht nur von der eigenen Person, der eigenen Freiheit irgendwo ausgeht, was zu tun. Weil Prostitution ist ja ist dann die Freiheit der Männer, sich Frauen zu kaufen. Und es ist eine Freiheit. Mal die Auseinandersetzung führen und auch was für eine Gesellschaft wir brauchen. Ich fand das sehr beeindruckend von dem, wird jetzt zu lang. Also wir müssen den Zusammenhang zu dieser ganzen Gesellschaft herstellen, denke ich. Vielen Dank. So, jetzt gibt es noch eine letzte Wortmeldung. Ich kann es ganz kurz machen. Beate Keller von der Württembergischen Landessynode, das Kirchenparlament in Württemberg. Wir haben uns der Frage gestellt, was können wir als Kirche tun? Und wir sind dann praktisch im Bündnis Rotlicht aus in Stuttgart beigetreten. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch bei Leni Breimeyer bedanken, die damals zu uns im Ausschuss Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit gekommen ist, ein Netzwerk mit uns gebildet hat. Das hat uns mit aufgeklärt. Wir hatten einen tollen Polizisten mit dabei. Ich danke einfach sehr viel Gutes tun, auch in diesem Bereich, weil wir die Vernetzung haben und wir haben die APIS haben bei uns das Hoffnungshaus gegründet, ein Schutzhaus für die jungen Frauen und ich glaube, jeder kann was tun. Wenn er noch ein oder zwei Mitstreiterinnen findet, so hat es bei uns in der Landessynode angefangen und ich finde, so kann jeder in seiner Organisation auch Mitstreiter finden und dann was tun. Ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken, bei den Teilnehmerinnen hier auf dem Podium. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, bei euch bedanken, dass ihr so lange durchgehalten habt und bei den Dolmetscherinnen, die auch so lange durchgehalten haben. Und ich wünsche allen einen schönen Abend, an dem hoffentlich noch viele gute Gespräche, Austausch und so weiter. Eine sehr wichtige Station für diesen Kongress. Und wir haben Workshop. Wenn Sie sich dafür interessieren, moderiert von unserer Kollegin Mariette Hagedey aus Aalen mit Marie Merklinger und Simone Watson, Survivorin aus Australien. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen einen ganz schönen Abend und wenn noch Fragen sind,